Grande Finale in der Motorsport Arena Oschersleben, natürlich auch hier bei den German Moto Masters Klasse 1000 Kubik. Und heute war es ein sehr schönes Rennen hier für Onno Bitter, mit einem neuen Motorrad an den Start gegangen, die ganze Saison über mit der Aprilia RSV4. Ein bisschen gestruggelt, paar Probleme gehabt. Ja, die erste Saisonhälfte war, glaube ich, nicht so nach deinen Vorstellungen, aber so mittlerweile, ja, war da doch eine gewisse Konstanz zu erkennen. Einige Podestplätze, Platz 4. Damit warst du, denke ich mal, schon zufriedener als zu Beginn der Saison. Auf jeden Fall. Sowieso. Ich komme ja eigentlich vom Langstreckensport und ich muss mich auch an den Sprintrennen erstmal gewöhnen. Und es hat immer besser geklappt. Und zurzeit läuft es auch besser mit dem neuen Motorrad. Komme ich sehr gut zurecht. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Wir uns auf jeden Fall auch. Heute hatten wir ja im Rennen hier gesehen, Tobias Vogelei, Sven Gödeke und dann kam Onno Bitter. Schöner Vergleich, weil alle drei auf dem identischen Bike. Wo konntest du heute deine Stärken ausspielen? Ich weiß es gar nicht. Ich bin hier schon, ich glaube, so 100.000 Kilometer auf der Rennstrecke gefahren. Mir sind die Wetterkapriolen so ein bisschen egal. Ich fahre so mein Ding. Ich übertreibe es nicht und ich glaube, das war der Schlüssel. Mich selber nicht unter Druck zu setzen, einfach nur das machen, was ich kann und ins Ziel kommen. Ja. Nicht nur die zigtausende Kilometer in der Motorsportarena, sondern ich glaube auch die sehr, sehr vielen Kilometer, die du grundsätzlich schon auf dem Fabrikat BMW zurückgelegt hast, haben da, denke ich mal, auch so ein bisschen mit eingespielt. Die Aprilia von der Ergonomie und all ihren Feinheiten, kein schlechtes Motorrad, aber doch ein bisschen spezieller und ich denke mal, da bist du jetzt einfach wieder ein bisschen zu Hause angekommen. Genau, ich freue mich aufs nächste Jahr, wie gesagt, das Motorrad ist spitze und mal gucken, was nächstes Jahr so läuft. Ja, wir sehen also hier eine schöne Bescheidenheit, aber das Grinsen erzählt auf jeden Fall Bände. Wir wünschen dir viel Erfolg im nächsten Jahr, gratulieren dir zu deinem dritten Gesamtrang 2019, freuen uns, dass du dabei bist bei den German Moto Masters und auf eine schöne Abschlussfeier. Alles Gute.